Hochinteressant war ja auch die Körpersprache der beiden Duellanten, will ich es jetzt mal nennen, eben besonders auch von Björn Höcke, als er da zum Teil dann eben sich in die Ecke gedrängt sah. Und da haben wir jetzt aus Bürstadt zugeschaltet den Kommunikationsexperten Benedikt Held. Herr Held, ich grüße Sie. Guten Abend. Sie haben das TV-Duell ja auch genau verfolgt. Was ist Ihnen denn an den beiden Kandidaten in Sachen Körpersprache aufgefallen? Haben sich da Unsicherheiten oder andere Signale bemerkbar gemacht? Wir könnten jetzt erstmal mit Herrn Höcke beginnen, würde ich sagen. Ja, es war durchaus sehr interessant von Herrn Höcke. Also mein Blickwinkel als Psychologe ist ja vor allem auf die Wirkung und generell die Kommunikation. Anfangs war er tatsächlich überraschend zurückhaltend. Er hat eher mit einer verschlossenen Gestik zugehört. Er war nicht so wirklich im Blickkontakt bei Herrn Vogt. Und wenn er es dann war, dann haben wir durchaus so auch eine Zornesfalte gesehen. Also da ist er dann auch emotionaler geworden. Wirkte anfangs auch etwas, sage ich mal, oberlehrerhaft und etwas abwertend. Später dann ist er aber in die Offensive gegangen. Er nimmt plötzlich viel mehr Raum ein. Er geht viel mehr nach vorne. Er geht in den Intimbereich, in die Intimzone der anderen Person und fährt dann seine rhetorische Offensive auf. Also insgesamt wirkte er mir heute wie ein emotionaler Lehrer, der eine Standpauke hält. Glauben Sie, er hat das vorher einstudiert? Auf jeden Fall ist die bewusste Beschäftigung mit Körpersprache für alle Politikerinnen und Politiker ein wichtiges Thema. Sicher hat er gewisse Punkte einstudiert und auch körpersprachlich die untermalen zu können. Da kommt aber auch wirklich aus meiner Sicht viel aus dem Moment. Gerade wenn er wirklich wütend wird, also gerade diese Mikromimik, dieser Wut, dieser Zornesfalte, das kann man nicht eintrainieren. Also er scheint wirklich auch genervt zu sein und ja, Vorbehalte gegen Herrn Vogt zu haben. Und dann sollten wir uns Herrn Vogt eben auch noch mal anschauen. Hier in der Runde waren wir so der Meinung, dass er zum Teil eben sehr zurückgehalten war. Also zumindest im ersten Teil des TV-Duells, später dann ein bisschen eher aufgetaut ist. Wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, interessanterweise war er von der inhaltlichen Kommunikation anfangs eher zurückhaltend, aber von der Körpersprache durchaus dynamisch. Also wir sehen, dass er mit wiederholenden, mit sehr pointierten Gesten das unterstreicht, was er sagt. Er macht teilweise dieses erstens, zweitens, drittens, er macht diese Okay-Geste. Also da ist er durchaus in einer gewissen Dynamik schon von Anfang an. Gleichzeitig später geht er dann mehr in die Offensive. Auch eine Sache, die natürlich rhetorisch herausfordernd ist, gerade gegen Herrn Höcke. Und da schafft er es mit dieser wirklich sehr pointierten Spitze, ja, gegen ihn, gegen Herrn Höcke zu zeigen. Das kann teilweise auch sehr aggressiv wirken. Also wir mögen es kommunikativ nicht so, wenn jemand so mit uns umgeht und so auf den, mit dem Finger auf uns zeigt. Aber insgesamt, in dem Schlagabtausch, ist er dann durchaus dialogischer. Also während Höcke sich teilweise weggedreht hat und keinen Blickkontakt mit Herrn Vogt gehalten hat, war Vogt im Blickkontakt und hat da dann auch zu ihm gestikuliert. Also insgesamt eher wie ein nahbarer Kollege, gerade im späteren Verlauf, als er noch mehr aufgetaut ist. Herr Held, vielen Dank für diese Analyse. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.